Hey Leute, herzlich willkommen hier zurück bei Quarter TV. Ich bin der Frankie, schön, dass du hier heute wieder mit dabei bist. Ich habe mal kurz gecheckt, ich habe noch 44 Gigabyte. Ich habe noch 44 Gigabyte auf der Festplatte. Ich brauche immer so grob zwischen, ja, 7 bis maximal 12 war, glaube ich, das größte Video, was ich jetzt hatte in 2K. Das heißt also, ein bisschen was geht noch. Ich habe Spaß, ich brenne richtig. Die letzten Folgen waren extrem, was das anging, von meiner, ich sag mal auf gut Deutsch, Labertasche, die ich halt bin, ne? Wie das hier abging. Da merkt ihr auch, kann ich einen kleinen Dialekt reinbringen, wenn ihr Bock drauf habt, ne? Da jeden verschiedenste Sachen, die schwätze kann, wie er möchte, ne? Kann natürlich auch einen schönen Soxen machen, wenn ich das Spaß macht. Oder ein Urbayer, wenn ihr Bock drauf habt. Es geht einiges, was wir sagen, was wir haben müsst, gell? Ja, also, ich habe da einige Dialekte drauf. Wenn ihr da mal Lust drauf habt auf ein bisschen Comedy, sagt Bescheid. Kann ich euch gerne was bieten. Mache ich vielleicht auch einfach mal so. Ich überlege es mir. Auf jeden Fall bin ich, wie ihr merkt, richtig am Labern die ganze Zeit. Das heißt immer, dass ich sehr am Brennen bin, dass ich aber vielleicht auch ein bisschen übernächtigt bin und dass ich eigentlich ein bisschen Ruhe brauche. Interessiert mich jetzt aber gerade überhaupt nicht, weil ich einfach viel zu viel Spaß hieran habe. Jetzt haben wir gerade so einen Ogerhammer gefunden. Dann gucken wir doch mal, ob der automatisch gleich ausgerüstet wird. Naja, mal wieder eine Fertigkeit, die verloren gegangen ist. Gucken wir mal rein, welche das war. In dem Fall hier war es die finstere Sphäre. Dann machen wir da halt den Kriegsschrei rein. So. Genau. Und beim Weißmagier vielleicht auch noch was. Nein, da ist nichts. Okay, bin ich jetzt automatisch Weißmagier? Ja, das heißt, wenn ich das intern wechsle, werde ich auch so zum Weißmagier. Gut zu wissen. Ich bleibe aber beim Krieger, das ist für mich die Powerklasse geworden, seit wir die ein bisschen aufgelevelt haben. Jetzt habe ich es gesehen und weiche natürlich aus. Ja, ihr nicht, super. Muss ich aber sagen, es war eindeutig euer Problem. Wow, ich bin ja voll, was die Magie angeht. Ist ja cool, dann kann ich auch richtig schön reinzwiebeln. So, Nummer 1. Ja, ja, du mich auch. Nicht doch. Mein liebes Feuerelementar, hm? Das sparen wir uns doch lieber. Genau. So, ist doch viel schöner. Leg dich schlafen. Ruh dich aus. Deine Strapazen, die du im Leben erlitten hast, sind vorbei. Genauso für den Chaos. Goblin. Okay, das war's auch schon. Hier können wir wieder nicht durch. Das heißt, dieser Vulkan bleibt so feurig, wie er sich von Anfang an dargestellt hat. Und es scheint auch wieder einer dieser riesengroßen Level zu sein. Oh, der hat leuchtende Augen hier. Zack. Aber wir haben ihn. Das war schon so im Luftschloss. Das war ja auch deutlich größer als der Rest, den wir bis dato davor gesehen hatten. Und so scheint mir das jetzt hier auch zu sein. Heißt, hier treffen wir vielleicht wirklich am Ende auf einen Feuerdämon, der uns den Feuerkristall gibt. Oder den Dunkelkristall, wer auch immer diesen Feuerkristall dann führen soll, in einen Feuerkristall verwandelt. Und die Frage stellt sich, wird es Ifrit sein? Wird Ifrit derjenige sein, den wir hier zu legen haben? Und wenn das der Fall ist, obwohl wir ja schon Lamu hatten, besteht dann auch die Chance, dass wir noch auf Shiva treffen in weiteren Folgen. Wenn ich jetzt schon so viel habe, wechsle ich das mal kurz. Gehe auf Hast. Mach Hastgar. Wechsel auf Protega. Und ja, dann gehe ich rein in den Kampf. Und zwar so richtig. Hopp! Ja, macht mal was. Ich mach mal hier die Resonanz. Genau. Ah, noch nicht. Aber jetzt, zack. Ah, hätte ich nicht machen müssen. Er hatte eh schon weh. Egal. Manchmal passiert das halt. Und jetzt können wir hier ran und den umhauen. Jawohl. Können wir. Und zack. Jawohl. Oh, war das gut. Also der Kriegsschrei zwischendurch immer mal. Der ist einerseits gut zum Heilen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mit dieser Klasse so bestehe. Und zusätzlich stunt er die Gegner aber auch so leicht. Also es ist richtig, richtig genial. So, was jetzt hier passiert? Ja, wir haben es gerockt, das ist mir bewusst. Der ist glücklicherweise hierher gestolpert und konnte hier vernichtet werden. Das ist das eine Glück und das zweite Glück. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwo was ist. Ne, weiter kommen wir jetzt hier gerade noch nicht, weil da würden wir einfach nur im Feuersee dahin schmelzen. Und wir wissen ja, dass unsere Charaktere gern für ihre Schwärmereien dahin schmelzen, aber halt nicht wortwörtlich im Lavastrom, sondern nur für aktuell Lahamu, für Bibi. Und Bibi hat noch keine Vorlieben. Vielleicht ist es ja auch Marty, wäre doch schön. Hätten wir ein Pärchen. Okay, Kimmy, sieh an. Aha. Marty ist derjenige, der sagt, es ist zu heiß. Gut, manche mögen es heiß, wie es so schön heißt, ne? Hat schon Marilyn Monroe gesagt.
oder gespielt, je nachdem, wie man es sagen möchte. Wir mögen es auch heiß, vor allem hier im Kampf. Und irgendwas ist hier, sonst wäre nicht, ja, Cody in Lauerstellung. Okay. Haha. Ich gehe erst aufs Elementar. Nein, 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 keine Schmelze. Jawoll. Oh nein, 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 nein. Hol's hier. Jawoll, richtig gut. Dadurch ist auch der Wolf gestunt. Der Silvario. An, komm. So, Silvario, Falle. Unser italienischer Wolf. Oder vielleicht auch ein Spanier, wer weiß es. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder an der Stelle, zumindest deute ich das so, wo wir unten das Feuer löschen können. Also, Marty, freu dich. Ach, es wird gar nicht gelöscht, wir zerstören einfach das, wo die Lava rauskommt. Ha! Gut zu wissen. Ist da was, ja? Okay. Gehe ich doch mal hier runter, oder? Was sagt ihr? Würde ich doch mal sagen. Zack. Das ist das, wo wir schon waren, oder? Täusche ich mich? Nee, ist genau das, wo wir schon waren. Jetzt ist das hier frei geworden, aber das ist auch nichts anderes. Das ist nur eine Art Abkürzung. Ich glaube, er meinte, was wir da gesehen haben, oder? Nee, da geht's nicht lang. Doch, da geht's lang. Haha, oh nein! Oh, oh. Gott. Runtergetorkelt und glücklicherweise nicht in die Lava gefallen. Huiuiui. Das wäre ein spannender, lustiger Tod gewesen, so nach dem Motto, ha ja, lang nicht gestorben durch Gegner. Dann stirbt man halt durch den größten Feind, den es in diesen Spielen gibt. Das ist in der Regel die Höhe und irgendwelche Schluchten. Oh. Oh, sie leidet. Was auch immer das ist. Okay, lasst uns nicht zu lange darüber philosophieren. Und hier kamen wir. Da können wir jetzt abkürzen. Hat es jetzt da auch noch irgendwas aufgemacht? Nö, da konnte ich einfach nur runtertorkeln, ne? Dann ist hier jetzt das. Ich musste da hochlaufen. Und jetzt müsste ich eigentlich genau hier rüberlaufen können. Hier war der Bereich, wo wir diesen einen, das war Bomber oder Granate, umgehauen haben. Renate, Granate, Granate, Renate. Oder in unserem Fall Lahamu-Granate. Und das Feuerelementar. Und natürlich Lamu, der ist auch eine Granate für alle weiblichen, die hier dabei sind. Okay. Bukephalos. So. Zack, zack, zack. Oder sagen wir es anders. Für die, die auf männliche Charaktere stehen. Das muss ja nicht unbedingt eine Frau sein, die auf einen männlichen Charakter steht. Nicht wahr? Durchaus auch möglich, dass die eine oder andere sich zu Lamu hingezogen fühlt. Ja, ja, was ist denn da los? Jawohl, jetzt hat's geklappt. Komm. Jawohl, hat geklappt. Und ein Männlein sich zu Lamu. Kerle und Frauen. So sieht's aus. Also, alles geklappt. Jawohl. Ach, der ist immer noch da. Gehst du nicht kaputt? Gehst du nicht kaputt? Und weg, hallo? Oder verstehst du nur nicht, dass du eigentlich schon gar nicht mehr da bist? Okay, wir machen dich auf jeden Fall platt, egal wie du es willst. So, weiter geht's. Hier können wir nicht abstürzen? Nein. Wäre jetzt aber auch arm gewesen, wenn es passiert wäre. Weil das komplett unnötig war, lieber Frankie, das überhaupt auszuprobieren. Und das weißt du auch. So. Zack, wieder sehr viel Gefasel hier. Ich weiß, aber ich habe halt Spaß dran, sorry. Wem es nicht gefällt, trotzdem dabei bleiben. Lohnt sich, macht Spaß. Der Kanal hat auch viel mehr anderes zu bieten. Es gibt auch ganz andere Seiten von mir. Macht die Schnitzeljagd. Dann könnt ihr was sehen, wo weitaus weniger sexuell angehauchte Cringe-Sprüche kommen. Zumal das hier dem Ganzen einen eigenen Charme geben soll. Jobmenü. Wir waren wieder auf Speichern, weil wir das letzte Mal hatten, auf dem wir drauf waren. Habe ich schon oft gesagt, ich habe das lieber, wenn sich diese Menü-Cursor nullen. Was ist das hier ausrüsten? Nö, will ich nicht. Kann ich überhaupt was machen? Nö, es hat zwar geleuchtet, aber es war nichts. Hm, sehr, sehr seltsam. Wo sind wir? Ach, gerade bei der Hälfte, Leute. Da können wir also so richtig schön noch was rocken hier. Und um das kurz zu betonen, ich möchte durch meine Äußerung niemanden persönlich angreifen. Ich will nur Spaß haben. Und dazu wären natürlich sexuelle Vorlieben oder auch Verbindungen zwischen Männlein und Weiblein auch das eine oder andere Mal geäußert. Wie gesagt, ich bin ja fair. Ich zolle auch durchaus Lamu seinen Respekt, dass er ein heißer Typ war, oder? Progress. 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 Cody hat's erkannt. Gehen wir weiter.
Ah, Höhle der Träume. Ach Mensch. Von was träumt ihr denn hier, ihr kleinen Bockblins? Ja, ich weiß, es sind Goblins. Und Bockblins sind es in Zelda. Aber es ist ja trotzdem klar, was ich meinte, oder? Zack, zack, zack. Also bitte, ja? Jetzt ist mal hier Schluss. Da macht jemand Feuerrad, da sollten wir uns drum kümmern. Wer ist denn das? Heugar mittlerweile sogar. Weg da. Ah, da oben. Elementar. Von was träumst du? Ah, von Feuerrad, okay. Wow, und zwar gar nicht schlecht. Und eine Schmelzen. Ah, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Uiuiui. Ihr müsst was machen. Ja, schön. So ist gut, so ist gut. Jawohl, jetzt komme ich wieder mit rein. Und zack, Höhenflug. Und geil, den Höhenflug unterbrochen mit B, oder? War das cool? Ich fand's genial. Ohne mich zu sehr selber abzufeiern, weil eigentlich meinte ich damit, wie genial das Spiel ist, dass es das zulässt. Okay, wir müssen über kurz oder lang also wieder da lang und das dann legen. Kommen aktuell aber nicht dahin. Können wir hier durchbrechen? Ja, können wir, bringt aber nichts. Ja, und das bringt auch gar nichts. Also das lassen wir jetzt. Ich wollte es nur überprüft haben. Habe ich jetzt. Kommen wir hier durch? Ja, schön. Nett. Haha. Habe ich ein gutes Gespür für. Wahrscheinlich hat das so ziemlich jeder rausgefunden, der es gespielt hat. Und falls nicht, freue ich mich natürlich umso mehr, dass ihr es jetzt hier gesehen habt. Ach, hau ab, du komisches Viech. Weg. So. Ihr macht das mal fertig, bitte. Ich gehe mal hier weiter. Okay, ihr schafft das wahrscheinlich nicht allein, gell? Ja, ist ja normal. Und zack, Höhenflug. Zack. Oh, jetzt ist sie aber auch stark geworden. Ja, das ist so. Diese Neutronenbomben, die sind übel. Die lassen sich nicht stunnen. Die lassen sich nicht so leicht stunnen. Ja, das stimmt. Und jetzt aber. Zack. 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 Und durch. Hopp. Ja, komm schon. Viel ist nicht mehr. Ja, viel ist nicht mehr. Komm. Jawohl, wir haben sie. Puh. Da implodiert sie. Okay. Nochmal orientieren, sorry. Hier ging es, glaube ich, nicht weiter. Ist einfach nur Feuer, oder? Ja, auch wieder so ein Viech, also mache ich jetzt noch nicht. Möchte nicht nochmal ins Aggro und das war mir eine Lektion. Wir gehen jetzt hier hoch und schauen uns das von hier mal an. Kommt da auch so ein Viech? Ne, da kommt nur so ein, in Anführungsstrichen nur, so ein Goblin und er hat aber auch eine Fledermaus mit dabei. Ja! Oh, wie gut! Da habe ich es jetzt ausführen lassen, weil ich wusste, einen kann ich mit B was verpassen. Und habe direkt danach B gerückt, um das auch zu tun. Aber ich wusste, den zweiten Gegner trifft es noch mit dem Höhenflug. Und das war richtig, richtig gut. Gehen wir weiter. Zack, das können wir nicht zerschlagen. Wirklich nicht? Okay. Hätte ich jetzt geschworen. Heute wirkt es ziemlich anstrengend. Wobei, es sind auch 4 Folgen, die ich jetzt in Folge schon gemacht habe. Ich glaube, mein Maximum bisher war wirklich, als ich gegen Tiamat angetreten bin, vor einigen Folgen, 5 Folgen am Stück. Und das war mir aber auch eine Lehre, das war nämlich definitiv zu viel. Weiß nicht, ob ich hier noch eine 5. Folge schaffe. Ich versuche mal eine andere Position einzunehmen. Kleinen Moment, mach dazu gerade mal kurz Pause. Und bin wieder da. Wenn das jetzt für die nächsten, also ab Minute 13... 15, also sprich 13 Minuten, 15 Sekunden, schlechter vom Ton ist, dann liegt es daran, dass ich mich zurückgelehnt habe und versucht habe, Entschuldigung, das Mikrofon ranzuziehen. Ich war gerade irritiert, weil deine Leiter war, normal waren das bisher, oder oftmals waren es einfach Seile und gerade im Auenwald hatten wir gerade Seile und ich habe damit gerechnet, dass wir erstmal die Seile runterschubsen müssen. Aber ich erinnere mich auch hieran, diese Art der Leiter gab es auch schon im Chaos-Tempel. Chaos. Weil es viel zu kurz kam, nochmal. Chaos! Und hier mussten wir jetzt aber nichts runterstoßen. Also, wenn das jetzt von der Stimme her nicht ganz so gut passt, weiß ich, woran es liegt. Muss ich mir keine Frage stellen, ob das Mikro gespackt hat, sondern es liegt einfach an der anderen Position, die ich jetzt brauche, um den Nacken zu erholen. Hey, wir haben den Krieger komplett aufgelevelt, fällt mir gerade auf. Der ist auf 30. Also, konzentrieren wir uns wieder. Sind da runtergedroppt. Bisschen viel Gefasel. Nehmt's mir nicht übel. Und ich mache jetzt hier mal, weil ich nicht so viel habe, kein Hastgar, sondern nur, in Anführungsstrichen, Protega. Gehe ran an den Speck und schau, ob ich da... Nein, klappt nicht. Oh ja, stimmt, der war ja so super schnell. Hatte ich schon fast vergessen, wie viel Spaß das macht, mit dem Weißmagier zu kämpfen. Und jetzt hole ich mir direkt das Elementar, damit das nicht mit Fernangriffen uns was reinzwiebeln kann. Ja, und wie ihr seht, auch gegen das wirkt dieser Blitzschlag immer noch sensationell gut. Also, know your role and shut your mouth. Und in dem Fall hier, kenne deine Klassen,
wisse, was du tust und habe Spaß und rocke das Game. Okay, den tut das nicht ganz so viel. Also der Wille wird bei ihm nicht ganz so gebrochen. Oh, 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 zurück. Ja, 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 Silberstern, Silverado, der ist... Das Silvario, der ist etwas härter. Und weil ich jetzt gerade schon immer so viel mit Angriffen gearbeitet habe, habe ich ein bisschen, muss ich zugeben, das Blocken und Seelenschild vernachlässigt. Sollte ich mich wieder drum bemühen. Ich muss hier jetzt einen Trank nehmen, sorry. Nein, hätte ich nicht müssen. Ich hätte einen Kriegsschrei machen können. Das war dumm. Das war sehr dumm. Ich sollte ein bisschen sparen. Ich habe einfach nur gedacht, ja, komm, hau rein, kommt sicher bald eine Sphäre. Nee, nee, kann lang dauern, bis eine Sphäre kommt, lieber Frankie. Und dann wirst du dich dumm umgucken. Okay, hier ist nichts. Wir können hier die Lava wieder killen. Ja, das ist das, was die wahrscheinlich auch die ganze Zeit hier sagen. Ich krieg das gar nicht so mit. Ja, danke schön. Eine Pause wäre gut. Ah, verstehe. Okay. Das heißt, ich kann jetzt hier mit Vallum arbeiten. Und mit Protes. Dann gehen wir mal in den Kampf hier rein. Nein! Ach Gott. Ja, los ran! Eieiei. Und zack. Jawohl, hat geklappt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mein Plan ist voll und ganz aufgegangen. Was meinten sie eigentlich damit, wenn wir eine Pause brauchen? Können wir jetzt hier an eine Sphäre ran? War das jetzt eine Art Abkürzung? Mal schauen, weil dann würde ich das noch nutzen, bevor wir dunkler Brustpanzer. Sehr schön. Wer ist denn dunkel genug, um das nutzen zu können? Na, hat es jemand bekommen? Schauen wir doch mal kurz. Nein, wirkt nicht so. Aber dunkle Gauntlets hat jemand. Immerhin. Okay, wieder zurück. Ich mag nicht so gerne im Kreis gehen und das bedeutet auch, ich mag es nicht gern, wenn ich von vorne bis hinten durchgehe wieder in den Anfang. Dann gehen wir nochmal zurück. Marotten und Macken. Ihr wisst ja, was ich davon halte. Ich finde sie gut. Okay. Ist das jetzt eine Möglichkeit, hier irgendwo eine Abkürzung? Ich weiß nicht so ganz. Ich glaube erstmal nicht. Wir gehen einfach hier lang und locken die mal hier hoch. Wäre das was? Genau. Geht ihr mal ran. Ich mache den Kriegsschrei und jetzt renne ich durch. Und hol mir direkt... Halt! Nein, 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 ich bin gebrochen. Oh, ich bin gebrochen. Heilen. Heilen! Jawohl. Jawohl, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Geil genatzt. Geil genatzt. Jetzt steht uns nichts mehr im Weg. Genauso sehe ich es auch, liebe Kimmy. Oder war es in dem Fall nicht die Kimmy? War es eventuell... Doch, es müsste Kimmy gewesen sein. Ja, definitiv, weil Bibi ist ja nicht dabei. Und die reden zwar immer mal zwischendurch auch, aber aktuell glaube ich nicht. Nö, ich gehe jetzt nicht zurück. Ich hoffe einfach, dass die uns nochmal eine Sphäre geben. Falls nicht, werde ich das ja relativ schnell merken. Okay, da kommt wieder so ein fieser Goblin. Zack, ausgewichen. Kommt noch einer. Ah, Mist, Mist, weg. Jawohl. Komm, macht mal. Jawohl. Jawohl, Kriegsschrei. Dem muss ich jetzt arbeiten. Und natürlich dem Höhenflug. Das ist die Attacke, die durch alles durchholzt. Okay, da geht's eine Leiter nach oben. Wie gesagt, ich kann das jetzt sehr schlecht einschätzen, ob das von der Stimme passt, aber ich brauche es halt gerade einfach etwas aufrechter und leicht nach hinten gelehnt zu sitzen, anstatt so nach vorne gebeugt. Deshalb mache ich das gerade mal. Bin relativ nah dran. Es sollte eigentlich passen. Ich habe auch wieder einen Heiltrank bekommen. Sehr schön. Und mit dem Kriegsschrei kann ich mich toll heilen. Ja, und da ist ein Sphäre. Ja, wir sind bereit, lieber Cody. Ja, machen wir. Perfekt, Tänzerdolche. Aha. Und hier eine Sphäre. Und das könnte ja zeitlich nicht besser passen. Denn wir sind hier dran. Wir gehen auf das Jobmenü. Wir schauen, ob wir den Krieger, wie man so schön sagt, mastern können. Ausrüsten? Nein, wir schalten frei. Und zwar den Drehhieb. Setze Gegner um dich herum mit einem wirbelnden Schlitzangriff zu. Hältst du Y gedrückt, um die Stärke des Angriffs zu erhöhen? Cool! Hältst du Y gedrückt, um die Stärke des Angriffs zu erhöhen? Halte Y gedrückt. Oder hältst du Y gedrückt, wird die Stärke des Angriffs erhöht. Ja, genau. So, alle Standard-Kombos kann auf alle Kombo-Slots gelegt werden. Ich glaube, das ist so eine Art ultimative Fähigkeit für den Krieger.
Weil der Drehschlitzer fehlt uns ja. Was ist denn jetzt passiert? Ah, es wird uns erklärt. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Ach, das Video geht jetzt auf. Nee, das wollte ich eigentlich alles gar nicht. Wieso geht denn jetzt ein Video auf? Okay, also nochmal. Ich wollte hier optimieren. Kann ich das denn? Ja, wunderbar. Und dann wollte ich hier reingehen und wollte mir diesen Move mal angucken. Kann der überall hin? Schauen wir mal. Wir werden es erleben. Ja, ich würde mal sagen, ne? Machen wir den hier rein. Und damit ist doch schon gut. Mehr brauche ich jetzt nicht. Und der Krieger ist gemeistert, so wie ich es vermutet habe. Das gebe ich euch jetzt hier noch, dass wir das auf jeden Fall noch lernen, was wir hier haben. Zack, zack. Beim Gladiator natürlich auch. Leute, was denkt ihr denn von mir? Schalten das hier alles frei. Und als neuen Job haben wir jetzt den Ritter. Ritter, Kampfstil. Ritter sind mächtige Verteidiger, die an vorderster Front kämpfen. Als Ritter kannst du mit Y Gnade des Lichts ausführen. Für eine bestimmte Zeit wird bei erfolgreichen Blocken eine Schockwelle des Lichts entfesselt, die Gegnern Schaden zufügt. Schön. Freut mich. Jetzt gerade noch kein Thema. Und generell ist hier jetzt nichts mehr ein Thema, denn ich gehe auf Speichern. Und ich sage euch für hier heute und dieses Video heißt es Frankie out. Chaos.